In den vergangenen Tagen gab es mal wieder die Art neuer Zahlen, die mediale Aufmerksamkeit erzeugen. Umfangreich wurde über die vom Forbes-Magazin herausgegebene Liste der Menschen, die mindestens 1 Milliarde US-Dollar besitzen, berichtet. Mit 1.426 Personen waren so viele Menschen wie noch nie zuvor vertreten. Ihr Vermögen konnten sie im letzten Jahr von 4,6 auf 5,4 Billionen Dollar steigern. Der reichste Europäer auf der Liste ist der Spanier Amancio Ortega, der unter anderem die Modekette Zara gegründet hat. Der drittreichste Mann der Welt konnte sein Vermögen alleine im vergangenen Jahr um über 19 Milliarden Dollar steigern. Etwas weniger mediale Aufmerksamkeit haben hingegen die neuen Arbeitslosenzahlen des Europäischen Statistikamts erzeugt. Die zeigen, dass die Arbeitslosigkeit in der Eurozone weiter drastisch zunimmt. Laut offiziellen Zahlen sind nun 11,9% der Bevölkerung in der Eurozone und ein Viertel aller Jugendlichen arbeitslos. Noch bedeutend dramatischer sind die Zahlen hingegen in Spanien. Und hierzu freue ich mich nun mit Ralf Streck, freiem Journalisten und unserem bevorzugten Spanien-Korrespondenten sprechen zu dürfen. Hallo Ralf. Ja, hallo. Vielleicht zunächst mal die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, die zwei Nachrichten, zum einen über den reichsten Europäer und diese neue Liste von Forbes und die Arbeitslosenzahlen in Spanien, in einem Zuge zu nennen? Ja, ich halte das schon für sinnvoll, weil auf der einen Seite wird ständig von Krise und Sparmaßnahmen gesprochen, und was man anhand dieser Forbes-Liste feststellen kann, ist, dass eine unglaubliche Umverteilung von Reichtum von unten nach oben erfolgt. Wir haben es ja jetzt mit gut 200 Milliardären mehr zu tun, und die haben ihr Gesamtvermögen auf 5,4 Billionen Euro erhöht. Das heißt, 1.200 irgendwas Menschen haben mehr Vermögen als Deutschland, deutlich mehr Vermögen als Deutschland im Jahr brutto als Bruttosozialprodukt hat, mehr als Frankreich und Großbritannien zusammen. Das muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. In Spanien, das ist ja das typische Land, was durch die Krise, wegen der Krise, immer wieder durch die Medien, in den Medien auftaucht, und zwar meistens mit Horrorzahlen. Da ist es so, dass eben Ortega, der seinen Vermögen im vergangenen Jahr mit knapp 20 Milliarden am höchsten steigern konnte. Und er ist ja nicht der Einzige. Insgesamt sind 4 neue Milliardäre in Spanien auf die Liste gerückt. Und das sind jetzt insgesamt 20. Und da ist zum Beispiel dann auch seine Frau drunter. Also man kann da feststellen, Krise gibt es nicht für alle. Krise gibt es vor allen Dingen für arme Menschen. Und das Geld, das da abgezogen wird, wird umverteilt in andere Taschen. Du hast jetzt die Horrorzahlen schon erwähnt. Ich sollte sie vielleicht mal zitieren. Die offiziellen Zahlen sprechen nun von einer Arbeitslosigkeit in Spanien von 26%. Und einer unvorstellbaren Jugendarbeitslosigkeit der Personen von unter 25 Jahren von 56%. Ich habe heute Morgen ein bisschen in der spanischen Presse gelesen und war doch sehr verwundert darüber, dass das Arbeitsministerium es fertigbrachte, diese neuen Zahlen als Fortschritt zu werten, weil in den vergangenen Jahren im Februar die Arbeitslosigkeit immer noch stärker gestiegen sei, wird es jetzt als Erfolg verkündet. Ja, wenn man halt nichts als Erfolg hat, dann muss man halt schon als Erfolg verkündigen, dass die Zunahme der Arbeitslosigkeit geringer ist. Also das ist schon absurd. Und ich meine, da gab es gestern sogar vom Unternehmensverband eine relativ ironische Stellungnahme, dass die gesagt haben, naja klar, es gibt natürlich auch immer weniger Arbeitsplätze zum Zerstören, wenn man offiziell bei einer Quote von 26% ist. Das ist im Übrigen die Quote aus dem Januar, weil Eurostat hat immer eine zeitliche Verzögerung von einem Monat. Im Februar sind ja, wie die Zahlen gestern gezeigt haben, die Arbeitslosigkeit in Spanien auch offiziell weiter gestiegen. Das heißt, die Zerstörung von Firmen, von einem industriellen Netz, von insgesamt Arbeitsplätzen geht massiv weiter. Natürlich kann das nicht immer mit riesen Schritten weitergehen, weil es gibt halt, wie selbst der Unternehmerverband sagt, es gibt immer weniger Arbeitsplätze, und deswegen kannst du natürlich auch weniger zerstören. Ja, spanische Regierung geht jetzt selbst von einer Zahl von über
5 Millionen Arbeitslosen aus. Inoffiziell dürften die Zahlen wahrscheinlich bei über 6 Millionen. Die liegen sogar offiziell über 6 Millionen, weil es gibt ja in Spanien die doppelte Zählung. Zum einen zählt das Arbeitsministerium, das zählt aber nur die noch registrierten Arbeitslosen bei den Arbeitsämtern. Da haben wir ja in Spanien mittlerweile etwa 2 Millionen Menschen hat, die keinerlei Leistungen mehr kriegen, stellen sich einfach viele Leute nicht mehr in dem beim Arbeitsamt an, weil auch noch nie irgendeine Arbeitsvermittlung oder sowas da stattgefunden hat. Also warum soll man das tun? Das heißt, aus der Arbeitsministeriumsstatistik fallen immer mehr Leute raus. Und deswegen gibt es in Spanien noch eine Statistik vom Statistikinstitut. Das hat zum Jahreswechsel schon knapp 6 Millionen festgestellt. Das heißt, wir sind in Spanien jetzt über 6 Millionen. Okay, also auch da gibt es verschiedene Zahlen, die dann wahrscheinlich dann rausgepackt werden, je nachdem, wie sie passen. Wir haben jetzt vorhin auch schon gelacht darüber, dass das als Erfolg verkündet wurde. Trotzdem vielleicht nochmal die Frage, weil man sich da in Deutschland vielleicht so ein bisschen schwer die Vorstellung macht. Was bedeutet es denn vielleicht auch im Vergleich zu in Deutschland, wenn man in Spanien arbeitslos wird? In den allermeisten Regionen, da muss man zum Beispiel das Baskenland ausnehmen, gibt es in Spanien keine Sozialhilfe. Das heißt, man kriegt, wenn man Glück hat, wenn man überhaupt jemals Anrecht auf Arbeitslosengeld hatte, weil das ist die Voraussetzung dafür, dann hat man unter Umständen, wenn man Familienvater oder Mutter ist oder ältere Leute noch mitversorgen muss, dann kann man für 6 Monate nochmal ein Sozialgeld von 400 Euro bekommen. Nach diesen 6 Monaten ist dann Schluss. Das heißt, man ist durch alle Maschen gefallen und hat einfach kein Geld mehr. Man steht schlicht auf der, vielleicht noch nicht auf der Straße, aber das kommt dann meistens bald, was ja auch die riesige Zahl von Zwangsräumungen zeigt. Das hat einfach damit zu tun, dass die Leute einfach schlicht kein Auskommen mehr haben. Dann bleibt nur noch betteln, klauen oder Versorgung, wenn man eine Wohnung hat, die vielleicht schon bezahlt ist, sich über die Caritas und die Abendspeisung irgendwie über Wasser zu halten. Die Zahl der so Betroffenen muss ja jetzt stetig zunehmen, also die jetzt auch aus diesen letzten Sicherungen fallen. Wie wird das denn, merkt man das in Spanien schon konkret? Ja, das, also wenn man so hier den Ebro überschreitet, also das ist so die Grenze, was man so als Baskenland ansieht, dann kann man das sehr deutlich sehen, dass das Elend unglaublich zunimmt. Die Leute wühlen in den Müllcontainer nach Essbarem. Es gibt mittlerweile, das sagt auch die Caritas, es gibt immer mehr Kinder, die einfach Hunger leiden. Das ist einfach so. In Regionen wie Ceuta oder in Andalusien, wo die Arbeitslosigkeit zum Teil bei 40% oder drüber liegt, wo keinerlei, also es gibt 1,7 Millionen Familien, glaube ich, da sind alle Mitglieder arbeitslos. Das heißt, die haben teilweise überhaupt keinen Geldzufluss mehr und da bleibt ja nichts anderes übrig. Je nachdem, wie fit du bist, was du machen kannst, ob dann irgendwie klauen, betteln oder was weiß ich was ansteht, um irgendwie an was zu essen zu kommen. Weil in Spanien ist natürlich auch die familiären Netze sind bedeutsam, aber ich habe da kürzlich mit Medicos Mundi in Navarra gesprochen. Das ist auch die Region, die gehört nach Ansicht der Basken gehört, ist das zentrale Gebiet des Baskenlands, ist aber eine eigenständige Provinz und auch dort ist die Arbeitslosigkeit im Verhältnis zu Spanien mit 16% noch ziemlich niedrig. Selbst die sagen mittlerweile, dass sich viele Leute zum Beispiel die Zuzahlungen zu Arzneimitteln nicht mehr leisten können und dann zum Beispiel Insulin bei Medicus Mundi bekommen. Das ist schon eine Frage von Leben und Tod, weil wenn du dir dein Insulin nicht mehr spritzen kannst, dann hast du ziemlich schnell ein großes Problem. Und das in der Region, die noch relativ gut dasteht, und dann kann man sich so eine ungefähre Vorstellung machen, wie das in Regionen ist, wo Arbeitslosigkeit bei 40% ja liegt. Schlagzeilen machen ja jetzt weniger in den letzten Monaten bezüglich der neuen konservativen Regierung tatsächliche Ansätze, die Krise zu lösen, sondern immer weiter reichende Korruptionsskandale, die mittlerweile auch das Königshaus und den Ministerpräsidenten selbst betreffen. Traust du dieser Regierung denn zu, dass sie diese Krise noch lösen können wird? Ja, dieser nicht und der Vorgängerregierung, also diese sogenannten Sozialisten, bestenfalls Sozialdemokraten sind auch nicht. Die setzen halt alle immer auf dieselben
auf dieselben Mittel. Das ist ungefähr so, ja, man sieht jetzt seit Ende 2007, also wir haben jetzt fast 5 Jahre, wir gehen ins 6. Jahr der Krise, man wendet immer dieselben Mittel an und kommt immer zum gleichen Ergebnis, dass es also immer schlimmer wird. Und wenn man diese Mittel weiter ansetzt, dann hat man auch keine, braucht man auch keine Hoffnung darauf zu haben, dass diese Krise irgendwie überwunden wird. Man hat halt jetzt die typische Abwärtsspirale, also so eine, die hat man in Griechenland, die kann man die schon seit langem beobachten. Das heißt, du hast ein zusammenbrechendes Arbeitsmarkt, das heißt, dir brechen die Steuereinnahmen weg, du erhöhst immer weiter die Steuern, du entziehst den Leuten immer weiter Kaufkraft, das heißt, die Leute können immer weniger ausgeben, dann machen die Firmen immer stärker zu und so weiter. Und diese Abwärtsspirale kannst du halt immer weiter drehen. Und die dreht sich mittlerweile ja nicht nur in Griechenland, sondern in Portugal ganz extrem. Und die Leute in Portugal waren ja auch entsprechend aufmüpfig. Und in Spanien läuft es auch schon. Das heißt, die portugiesische Regierung musste jetzt auch schon wieder, nachdem sie im letzten Jahr schon ein heftiges Einbrechen der Wirtschaftsleistung hatten, musste sie gerade wieder zugeben, dass in diesem Jahr das auch wieder so ähnlich sein wird. Das kann man jetzt durch exerzieren, ja. In Spanien oder dann halt in den nächsten Ländern die Folgen, zumal ja auch die Situation ist, dass diese ist ja nicht mehr nur so, dass diese Sparwut ganz an den nordeuropäischen Ländern vorbeigeht, dadurch, dass das ja im Allgemeinen ein großer Teil der Leute sind, die deutsche Produkte kaufen, hat man ja mittlerweile im 4. Quartal 2012 gesehen, dass das Wachstum in Deutschland auch es nicht mehr gibt, sondern die Wirtschaft um 0,7% geschrumpft ist. Du hast jetzt die Austeritätspolitik angesprochen, die überall zu Abwärtsspiralen führt. Wir hatten kurz davor über die Korruptionsskandale und ein gewisses Unvermögen vielleicht auch der spanischen Regierung gesprochen. Vielleicht abschließend noch eine Einschätzung zur Verantwortlichkeit auch Deutschlands, denn insbesondere wenn man sich die Presselandschaften hier und in Spanien vergleicht, dann merkt man, dass der Name Angela Merkel und Deutschland ständig vorkommt. In Spanien allerdings Deutschland relativ wenig zur Situation in Spanien berichtet wird. Ist das einfach nur eine andere Wahrnehmung oder werden da die Verantwortlichkeiten hier vielleicht auch teilweise ignoriert? Naja, ich meine gut, mir ist so ein bisschen schleierhaft, wenn jetzt zum Beispiel der konservative Ministerpräsident Rajoy quasi die Bundeskanzlerin für die Probleme in Spanien verantwortlich macht. Das ist natürlich der völlige Blödsinn, zumal die auch beide dieselbe Politik vertreten. Das ist nur graduell ein Unterschied und das wird letztlich auch nur mit solchen Geschichten abgeleitet von der eigenen Verantwortlichkeit. Ich meine, dass die Regierung unfähig ist und korrupt, das weiß man jetzt zu Genüge. Und da braucht man eigentlich nicht mehr hoffen, dass die da irgendwas zustande kriegen, dann bietet sich das natürlich an, so ein bisschen aus, zumindest mal auf der propagandistischen Ebene, da aus Merkel so eine Art Sündenbock zu machen. Hat natürlich, ich meine, Merkel hat natürlich einen Einfluss auf diese Politik, dass sie auf der Ebene von Europa ziemlich viel zu sagen hat und dadurch natürlich auch die Sparprogramme diktiert. Aber ich meine, diese Regierung, diese Konservativen, haben ja kein anderes Programm und sie könnten sich auch was anderes überlegen. Und könnten sagen, wir ziehen das so nicht durch. Machen sie aber nicht, leiten nur einen gewissen Unmut Richtung Brüssel oder Berlin ab. Vielleicht als allerletzte Frage noch, ganz am Anfang der Krise stand Spanien mit einer vergleichsweise mit der niedrigsten Verschuldung gemessen an der Wirtschaftsleistung da. Jetzt ist Spanien, die Verschuldung ist weiter gestiegen und die Krise scheint immer bedrohlichere Ausmaße zu nehmen. Ich hatte es gesagt, eine Jugendarbeitslosigkeit von 56% und eine sonstige Arbeitslosigkeit von 26%. Weiß nicht, magst du eine Prognose vielleicht noch wagen, wie das in den nächsten Monaten weitergehen wird? Vielleicht auch was soziale Proteste angeht? Naja, die sozialen Proteste werden sich natürlich verstärken, das ist völlig klar, das kann man in Portugal auch sehen, das konnte man in Griechenland schon sehen, das kann man in Portugal sehen, wobei das natürlich der interessanteste Fall ist, weil die haben in Portugal anders als jetzt in Spanien oder in Griechenland halt nicht so ein Sicherheitsapparat, Polizei, Militär, das im Zweifelsfall brutal gegen die Leute vorgeht, sondern die Militärs in Portugal, die ja damals friedlich die Nelkenrevolution gemacht haben, warnen immer wieder die Regierung davor,
wenn die mit den Verfassungen, wenn sie repressiv gegen das Volk vorgeht oder das vorhat, dann werden die Militärs an der Seite des Volks stehen. Von daher ist das von der Ecke die interessantere Geschichte. In Spanien ist es natürlich so, dass immer repressivere Gesetze gemacht werden und man natürlich auch Mittel hat, über Guardia Civil, Polizei und so weiter, Demonstrationen sowas zu unterdrücken. Allerdings, dadurch, dass die Situation ist, wie sie ist, wird es einfach immer mehr Proteste geben. Und ich meine, das kann man ja an allen Ecken und Enden beobachten. Soweit die Einschätzung von unserem Spanien-Korrespondenten Ralf Streck, der ansonsten als freier Journalist tätig ist und regelmäßig zu Portugal, Spanien und dem Baskenland berichtet. Ralf, dir vielen Dank für diese aktuellen Einschätzungen anlässlich der neuen Arbeitslosenzahlen aus Spanien.